Messerattacke in Berlin-Tempelhof. Am Montagmorgen gegen 3.30 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei in die Attilastraße gerufen. Dort wurde kurz zuvor ein Mann auf offener Straße niedergestochen. Ersten Informationen zufolge hatte eine männliche Person das Opfer gegenüber dem S-Bahnhof Attilastraße angesprochen. Kurz danach wurde der Mann dann niedergestochen. Der Verletzte kam in ein Krankenhaus. Ein Fachkommissariat der Berliner Polizei ermittelt nun die Hintergründe. Mehr Nachrichten und Breaking News nur bei Bild. Schau dir hier das nächste Video an und vergiss nicht zu abonnieren.